So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Digimon World. Wir haben beim letzten Mal neue Digimon gekriegt. Auf was möchtest du denn? Wo ist denn der Tagesbonus? Tagesbonus ist gerade auf MP. Na, dann nehme ich MP. Davon hast du doch schon so viel. Aber ich digitiere jetzt gleich nach dem Essen. Habe ich von dir eigentlich abgeholt? Wir wissen aber noch gar nicht, was wir gerne essen. Das ist wahr, wir müssen das noch rausfinden. Dann gehen wir erstmal. Das ist jetzt so ungewohnt, wieder eine neue Generation zu haben. Ja, ich lobe euch. Habe ich bei euch abgeholt? Ja, bei euch hatte ich abgeholt. So, dann erzähl doch mal. Die Vorliebe von... Stimmt, die hatten wir ja vergessen zu benennen. Du hast deinen vergessen zu benennen und damit wir in der gleichen Reihenfolge sind, habe ich meinen dann auch nicht benannt. Ja, Hutz hatte übrigens recht, es wäre Nummer 6 gewesen. Echt doch. Tanemon mag Gemüse, also meines. Und das Lieblingsessen gibt's noch nicht. Und die Vorliebe von Bichimon ist Fisch. Aha. Dann gehen wir dir kurz mal Fisch holen. Und ich fresse ja sowieso dann Trainingsgemüse. Ich sehe schon, das wird der Run, wo wir viel angeln müssen. Das ändert sich ja wieder, wenn du digitiert bist. So, wir holen mal für dich ein paar Bitterlinge, ein paar Forellen. Haben wir nicht auch ein paar von dem Zeug, was keiner will? So, Zwiebeln. Kartoffeln, Ginseng können wir ganz viel mitnehmen, ist ja alles. Nehmen wir alles. Die ganzen Trainingsmittel kannst du mitnehmen. Alles Gemüse. So, Setzlinge kriegst du. Mehr Platz haben wir nicht. Kein Problem, ich esse die ganzen Sachen dann schnell weg. So. Aber erstmal muss es ja Gemüse geben. Wir haben ja gesagt, MP ist heute dran. Ja. Na, du hast zum Glück noch Hunger. Dann kriegst du von mir jetzt noch einen Setzling. Na, das reicht nicht. Nee. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Deswegen kriege ich jetzt einfach noch ein Fleisch dazu. Ich hätte dir Kratzgras gegeben. Das ist kein Gemüse. Bestimmt. Bestimmt zählt das unter Gemüse. Nein, das zählt als Gräser und Pilze. So, wir waren aber zum Trainingsraum. Wir haben hier schon alles heute abgegrast gehabt. Dementsprechend schön MP trainieren. Da fällt mir ein, ich muss meine Datei noch öffnen. Wo ist es denn? Digimon Börse. Da ist er. Oh, es geht los. Oh no. Keine Sorge, es ist noch nicht dein Rookie-Level. Achso. Ist noch auf Ausbildung. Abukamon wird man ja immer. Ja. Ab jetzt wird's interessant. Also hier kann ich immerhin nicht verfehlen, so viele Boni wie wir haben. Eins vor Maximum. Das ist der Laune-Bonus, der fehlt. Sind so müde. Und jetzt haben sie wieder Hunger. Es ist aber Abendzeit, das heißt, ihr kriegt nur noch gerade beide ein Fleisch und Gutes. Hat sich eigentlich dein Gewicht übernommen? Das weiß ich nicht, ich glaub's nicht.
Nee, leider nicht. Was passiert? Ich darf diesen Schritt zur Seite nicht machen, ohne zu digitieren. So, Tanamon digitiert zu Demi Demimon. Oh, nice. Das ist natürlich cool. Ja, das ist natürlich cool. Das habe ich ja jetzt gut vorgelegt. Das ist wohl wahr. Heißt, wenn du jetzt in einem halben Tag digitierst, erwarte ich von dir aber auch was Cooles. Du weißt, bei mir ist das nicht so mit den coolen Digimon. Das ist meine Schwäche. Devimon-Siege habe ich erhalten und Eis-Devimon-Informationen. Eis-Devimon wäre ja gut. Wäre gut. Können ja mal, sobald du digitiert bist, mal ins Dojo gehen und mal gucken. Dass wir mal auf diese Eisschiene gehen. Hm. Ausbildungslevel und schon 6000 in MP. Ja, weiß nicht, von wem sie reden. Und du weigerst dich zu schlafen. Du schläfst, wenn du müde bist. Ich bin ja gar nicht müde. Du hast die Sprechblase, die sagt, du bist müde, also bist du müde. Wenn die Sprechblase das sagt, dann ist das so. Na gut. Aha. Es geht los. Die Digitation, jetzt hungrig digitieren, ist auch gut. Ja, ja. Du hast mich nicht schnell genug gefüttert. Das war ich doch schon mal. Ja, und jetzt bist du es wieder. Aber du bist gar kein... Du siehst nicht nach Clear-Argumon aus. Clear-Argumon ist durchsichtig. Du bist ein stinknormales Teuer-Argumon. Ja. Da haben sie die Animation nicht gehabt. Möchte noch ein bisschen schlafen. Nein. Hutz ist gerade digitiert. Du schläfst jetzt nicht. Freche Viecher, vielleicht, ne? Vielleicht war es ihm zu langweilig, als ich digitiert bin. Wahrscheinlich. Aber jetzt hat auch keiner mehr Hunger vor Schreck. So, dann schauen wir doch einfach mal. Oh, ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, zu Devimon zu werden. Okay. Da müsste ich aber einen Fehler machen. Willst du dieses tun? Weiß ich nicht. Oder wir müssen mal rausgehen und 15 Digimon vermöbeln. Ja. Für die anderen Sachen bin ich leider sehr niedrig. Bei dir ist alles Mittel. Für Gardromon Gold, für Exvimon, für Eisnevimon auch niedrig. Hm. Und für weißt du nicht auch. Aber finde ich lustig, dass du auch ein Eisnevimon werden kannst. Also gehen wir jetzt Leute bauen. Würde ich sagen, ja. Oh, wir haben zu viele Items. Machen wir noch ein bisschen Agrarwirtschaft, das gibt Stärke. Können wir machen. Und jetzt, wo ich digitiert bin, mag ich bestimmt irgendwas anderes mehr. Ja, das ist das Problem. Ich mag Pilze und Gräser. Und du magst Gemüse. Da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Das heißt, bevor ich alles abhole, lege ich jetzt erstmal den ganzen Fisch zurück ins Lager, damit er reift. So wie man das mit gutem Fisch macht. Das ist dann dieser schwedische Fisch. Ja, der so gut riecht. Mhm. Oh, brauchen wir nicht. Hol doch Pilze und Gräser, brauche ich ja tatsächlich. Ich hol das Kratzgras. Ja, hol das Kratzgras. Nüsse braucht keiner. Unglückspilze, nehme ich auch gleich noch ein paar mit.
Was hast du gemocht? Die goldene Eichel kannst du noch rausmachen. Ich mag Gemüse. Gemüsemarker. So. Dann machen wir jetzt aber erstmal hier die Runde fertig. Mir überfällt gar keinen mehr. Ich bin enttäuscht. Du hast zu viele Items. Du kannst... Ich habe doch gerade abgeholt. Oder haben wir zu viel von einem? Kann sein. 94 Fleisch. Es kann sein, dass wir kein Fleisch mehr tragen können. Ich befürchte, wir haben zu viel Fleisch. Dass ich das mal sagen würde. Ja, dann machen wir einfach, produzieren wir jetzt was anderes auf unseren Feldern. Ja, jetzt können wir es ja. Wir haben ja genug Fleisch. Ja, wir hatten tatsächlich zu viel Fleisch. Was wollen wir denn jetzt machen? Ja, ich würde Trainingsgemüse machen, weil wir ja Trainingsgemüse brauchen. Was hättest du denn gerne? Ja gut, oder wir können natürlich auch Gemüse, Kartoffeln für mich anbauen, weil ich brauche ja auch Kartoffeln. Ja, das ist halt Gemüse. Ja, ich brauche doch Gemüse. Ja, aber alles hier ist Gemüse. Ja, dann mach doch unsere Trainingsgemüse und dann die, alle anderen noch. Wir haben doch 5 Felder. Mach einmal komplett. Ja, aber ich hätte hier vielleicht noch irgendein cooles Fleisch gemacht. Dann nehmt irgendeins, was 2 Tage braucht. Wird das marmoriert oder so. Ja, das gibt die meiste Stärke. Dann nehmen wir marmoriertes Fleisch. Und für dich bauen wir dann alle 3 Trainingsgegenstände an. Wobei wir noch irgendwie 45 von den Zwiebeln haben. Kartoffeln brauchen 2 Tage. Oder gefleckte Tomate. Braucht auch 2 Tage. Ja, was willst du lieber? Das erhöht halt alles leicht. Und das da erhöht halt 1 stark. Ja, dann nehmen wir Jaguar-Kartoffeln stark. Dann gehe ich voll auf Stärke. Also ja, euch Jungs muss ich ja noch abholen. Fleischbrocken. Mehr Fleisch. Und den hätten wir auch zum Gemüsejagen schicken können. Sie darf mal Pilze jagen gehen. Oder die Ionenwasser eben mitgebracht. Sehr gut. So, Toilette nehmen wir wieder mit. Sehr gut. Nachdem wir ja beim letzten Mal leider kein Götterholz gekriegt haben, worüber ich immer noch sehr enttäuscht bin. Ups, nicht ins Restaurant, nur vors Restaurant. Ich möchte gerne die Börse besuchen. So. Lassen Sie mich mal. Lassen Sie mich mal aufschreiben. 103. 246. 402. 688. Und 2999. Bin gut, dass die Teppiche langsam hochgehen. Ja. Sollten wir auch noch nicht kaufen. Teppiche sind bei 1000 gestartet. Töpfe sollten wir jetzt auch noch nicht verkaufen. Noch nicht verkaufen, genau. Mal kurz gucken. Diptografen. Nee, würde ich auch noch nicht machen. Gut, Schmuck. Ist jetzt mittlerweile auf dem normalen Wert. Ja, wir könnten noch, also wie viel Geld haben wir denn? Steht unten rechts, 23.000. Ja, wir könnten noch eine Schriftrolle kaufen. Also das, was ich machen würde. Dann habe ich jetzt eine Schriftrolle gekauft. Gut. Dup, 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 dup. Gut.
Dann ab nach draußen. In die Wildnis. Weil du 15 Leute verhundest. Ja. Will ich. Fähigkeiten, was habe ich denn so drauf? Viel. Oh, ich kann Wasserangriff. Wir brauchen einen Eisangriff. Was kannst du denn so? Oh, du kannst ganz viel Lichtzeug. Willst du den stärksten Lichtangriff haben? Ja, ich habe ja genügend MP. Und Seele des Lichts kannst du. Seele des Lichts, welcher ist denn das? Ah, das ist der Schwächste. Hast du jetzt den Schwächsten und den Stärksten ausgerüstet? Ist irgendeine AOE? Nee. Sieht man nicht. Reichweite B, Reichweite A. Achso, nee, das ist ein Buff. Nee, steht, glaube ich, nicht dran. Nee, steht nicht dran. Dann lassen wir das erstmal so. Dann lassen wir das doch erstmal so. Können wir gleich ein bisschen Kupfer wieder mitnehmen. Ich kann alles mitnehmen. Weit werden wir eh nicht gehen mit den Rookie-Digimon. Hab gedacht, wir gehen jetzt bis zu den Schiffen. Ja, genau. Boah, wir haben nur dreimal Kupfer gekriegt. Jetzt geizen sie damit aber. Hey, Duda, guck mal, wir sind schwach. Willst du gucken, wie schwach wir sind? Ja, wir können zu den Schiffen gehen. Wir sind nicht schwach genug. Zählst du mit? Das war Nummer 1. Ich mach den nicht platt. Deine Angriffe sind nicht starten. Ja, du hattest den aber auch nur leicht getroffen. Aber du bist so leicht durchsichtig. Du bist doch ein Clear-Argoma. Der Leid. Aber sieht ein Clear-Argumon aus wie ein Feuer-Argumon? Ja, es ist bloß ein durchsichtiges Feuer-Argumon. Ich glaube, der vollständige Name ist eigentlich auch Clear-Toy-Argumon. Lass dich einfach zählen, ne? Dann machst du nicht ganz so viel Schaden durch. Da seid doch. Aber die drei. Wir haben zu viel Fleisch. Dass ich das noch erleben darf. Eis Devimon Disziplin und für dich Ex-Wemon und Gardromon Gold. Seh es kommen, du wirst doch eh wieder ein Gardromon. Seh ich auch, weil ich viel zu viel TP hab. Oh, das war mal mein Wasserangriff. Das war die 4. Und Kratzgras. Unser liebstes Gras. Ja, aber du brauchst das ja auch. Du isst das gern. Noch. Wenn ich digitiert bin, nicht mehr. Ich mach die alle nass. Ich würde sagen, ich muss ja nichts machen. Dein Angriff reicht nicht weit genug. Dann nehmen wir halt mal einen anderen. Das war die 6. Gib mal halt mal einen anderen. Einen 1 stärker. Alles klar. Nehmen nur ein bisschen Saft mit. Bei mir, der hat Kraft 90. Ja, komm, kriegst einen heiligen Strahl. Noch was hab ich denn? Ich hab dunkler Geist, hat Kraft 30. Ist in Ordnung. Die Sache ist, du hast Stärke, glaube ich, übernommen. Das
kann sein, dass ich Stärke übernommen habe. Und hier nicht in Ordnung, warum muss ich abbauen? Du bist so gut beim Holzabbau. Die haben schon alle Angst vor uns. Hätte ich gehauen. Hab nichts bemerkt. Zu wenig Stärke. Lass doch mal vergleichen. Was hast du denn? Zustand? Ja, du hast halt nur 291 Stärke. Du hast 600. Ein kleiner Unterschied. Eventuell minimal. Aber fällt fast gar nicht auf. Digga, ich bin wieder der Tank. Ja, du wolltest ja auch, auch TP haben. Erstmal Pilz mitnehmen, die esse ich ja auch gerne. Ja. Bei wie viel sind wir eigentlich? Mit dem bei 8. Erst, ich hab gedacht, wir sind schon weiter. Leider nein. Wir müssen mehr Digimon verhauen. Du sagst das falsch. Du musst mehr Digimon verhauen. Okay, du musst mehr dabei stehen, während ich Digimon verhaue. Deswegen 9. Das war die 10. Die sind stark. Andererseits, scheiß drauf. Wegrennen können wir immer noch. Ich hoffe, du hast verschossen. Ja, habe ich. Aber die hauen uns tatsächlich kaputt. Die sind doch noch etwas stark für uns. Wir sind stark, aber noch nicht ganz so stark. Nein. Dann muss der halt dran glauben. Guck mal, der hat überlebt. Ja. Mach was. Danke. Reicht doch, ich guck zu. Ja, du hast ihn doch gerade angegriffen. Das war dein Finalschlag. Ja. So, wir haben Hunger. Was hast du gern gegessen? Gemüse. Was willst du? Ja, so viel haben wir nicht, außer das Trainingsgemüse. Es gibt nur Trainingsgemüse. Ja, dann das, was wir am meisten haben, wahrscheinlich Zwiebel. Einmal Zwiebel, komm, dann nehme ich auch eine Zwiebel mit. Und dann gibt's für dich einfach noch eine Zwiebel. Dann bist du glücklich. Ich geb's ein Setzling. Ich erstmal Kratzgras. Okay. Aber es macht es noch, wenn du mehr Kratzgras nimmst, wirst du glücklicher. Ja, aber ich muss sehr viel Kratzgras essen, dass ich glücklich werde. Okay, ich muss allgemein sehr viel essen, dass ich glücklich werde. Hast du noch ein Fleisch gegeben? Weil wir davon so viel haben. Wow. Okay, das macht irgendwie Sinn. Ich meine, wir haben mehr als 100 Fleisch, weil wir haben noch ein bisschen was im Lager.
Ja. War das 12? Mhm. Nee. Das war 11. Aber ich habe doch schon eins hier draußen verdroschen. Und dann ist im Wald noch gesagt, wir wären bei 10. Du bist aber müde, dann müssen wir leider zurück. Ja, Lego-Teile laufen nicht so schnell. So, wir können auch hier schlafen. Ja, können wir. Einzige, was uns dann verloren geht, ist ein Trainings-Item, aber wir bauen die eh an, also scheißegal. Eine Stunde rasten. Komm mal her, Jungs. Wir haben was mit euch zu klären. So, das müsste jetzt die 12 gewesen sein. Jetzt kommt die 13. Ich meine, das wäre schon weiter. Kannst ja nachschauen. Ja, werde ich tun. Partner, Geschichte, Demi-Devimon. Wir haben schon 15 Siege. Ups. Aber wir haben genug Schlüsselpunkte. Also ich habe meine Digitation erreicht. Legatomon hätte ich auch eins erreicht. Ich habe noch nicht wenig genug Disziplin. Ich bin noch zu diszipliniert für Ice-Devimon. Dann brauchst du mehr Kratzgras. Senkt Kratzgras Disziplin? Ich weiß, Fisch senkt Disziplin. Ich glaube ja. Du hast auch noch zu viel Disziplin. Willst du auch Kratzgras? Nein, will ihn nicht. Dann hole ich Fisch. Max Wemon will richtig Fettgeschwindigkeit von dir. 1500 Geschwindigkeit will das. Ich würde gerne wieder was mit Fell werden. Du hast nichts mit Fell zur Auswahl. Warum? Kannst du ja nochmal zeigen. Du kannst ein Garderomon werden. Du kannst ein Ice-Devimon werden. Du kannst ein Ex-Wemon werden. Und das letzte wissen wir einfach nicht, was du werden kannst. Also vielleicht ist es was mit Fell, aber ich wage es zu bezweifeln. Weil sonst ist nichts mit Fell. Also werde ich wieder irgendwas Hässliches. Aber du könntest auch ein Ice-Devimon werden. Fehlt mir doch so viel. Ja, du hast zu viel Disziplin, Rest wissen wir nicht. Batamon, ich brauche den Fisch. Gib mal Setzlinge her. Wir haben aber gar nicht so viel Fisch. Das ist unser Problem. Ja, die Setzlinge sollen ja nur unsere Disziplin ein bisschen senken. Und wenn nicht, dann senke ich halt künstlich unsere Disziplin mal, indem ich uns lobe, wenn wir es nicht verdient haben. Oh, auf Weisheit gibt's gerade einen Tagesbonus und da geht auch unser Nahrungsbonus drauf. Perfekt, nehmen wir. Aber aus irgendeinem Grund hast du einen weniger als ich. Ich bin nicht glücklich. Oh. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht glücklich. Ja, du hast zu wenig Kratzgras bekommen. Verstehe ich. Dein Digimon lebt frei nach dem Motto, mein täglich Kratzgras gebe uns heute. So, da haben sie wieder Hunger. Abends gibt es kein Training, deswegen gibt es jetzt Kratzgras.
Für beide. Wenn es die Disziplin senkt? Nee, es senkt nur Glück. Aber es macht leichter. Also noch ein Setzling hinterher, der senkt die Disziplin. Ja, jetzt bist du immerhin auch nicht mehr glücklich. Danke. Bitte. Du wusstest doch nur nicht, dass ich schneller Level hast du. Wenn ich nicht glücklich sein darf, dann du auch nicht. Jetzt sind wir eh gleich wieder beide glücklich. Ja. Aber du bist immer noch einen Ticken glücklicher als ich, aber immer noch nicht glücklich genug, um hier einen Bonus zu kriegen. Verdammt. Aber jetzt geht's doch eh ins Bett. So, auf was darf das Training heute gehen? Gucken wir doch mal in den Tagesbonus rein. Gibt keinen Tagesbonus heute. Ja, was haben wir gesagt? Ich brauche ganz viel Geschwindigkeit, also auch gehe ich auf Geschwindigkeit. Für Ex-Wemon, wenn du Ex-Wemon werden willst. Ich weiß nicht mehr, was in wie Ex-Wemon aussieht, also. Ein Dino mit Flügeln. Es hat Flügel, ist in Ordnung. Okay. Gehe ich auch auf Geschwindigkeit? Weißt du was? Nur ich gehe auf Stärke. Ego. Bist du sowieso schon auf Stärke? Ja, ich will aber richtig stark sein. So, also du wolltest Geschwindigkeit. Dann kriegst du jetzt so einen komischen Rettich. Und ich will einen Gensänger. So, und ich will glücklich sein, deswegen esse ich Pilz. Wenn ich... Na, ich habe keinen Hunger mehr. Du willst auch glücklich sein, deswegen kriegst du jetzt noch eine Zwiebel. Dann würde ich sagen, unsere Runde drehen wir abends. Können wir machen. Ich wollte sie ja eigentlich ausschimpfen. Damit die Disziplin runtergeht. Mist. Ja. Echt. Oh, du hast sogar noch Hunger. Was willst du denn haben? Ja, du wolltest doch die Disziplin runtermachen, also gib mir einen Setzling. Ich mag diesen Gegenstand nicht. Dann lobe ich dich jetzt dafür. Und dann kriegst du trotzdem noch einen Setzling. Ich bin neutral. Ich bin jetzt null. Aber deine Disziplin ist... Gut. Also für Gardromon bist du echt gut dabei. Ja, will aber Gardromon nicht wieder werden. Aber wir können das im Dojo irgendwie sprechen, dass ich das nicht werden kann. Ja, das stimmt. Hier muss noch ein bisschen sinken, dass du da gut dabei bist. Hier brauchst du noch ein bisschen was. Dann gehen wir doch mal ganz kurz ins Dojo. Ich will nämlich nicht schon wieder der gleiche werden. Aber du wärst ja das goldene Gardromon, nicht das normale. Ich möchte trotzdem kein Gardromon werden. Also das wissen Sie, ich werde mein Wissen an dir teilnehmen. Es gibt noch einige unklare Digitationsbedingungen für deine Partner. Auf welche soll ich mich konzentrieren? Ach so, bei dir. Was ist das? Okay, kein Digitationsitem. Nee, ich will bei dir sperren lassen. Ich glaube, das kann der andere neben dran. Ja, hier blocken an aus. Ah. Aber du hast hier schon hoch. Tatsächlich. Ja. Das war's aber tatsächlich auch wieder mit dem Part. Willst du für dich nichts blocken? Nö. Nehmen, was ich kriegen kann. Okay. Gut, Leute. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn's weitergeht, mit Digimon World Next Order. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.